Asche. Zack. What? Ja, bitte. Hallo. Hallo. Gehst du klettern? Ich gehe heute nicht klettern. Ich muss Videos machen. Boah, du bist nicht da. Ich bin nicht der Einzige, der klettern geht. Moin Leute, gezwungenermaßen müssen wir zum nächsten Datum springen und starten. Dementsprechend mit dem Level von Thaddäus 7 und das nennt sich Paluten 21 Flags. Leider keine Beschreibung, aber nur gut. Ja, das ist natürlich sehr schwer. Belgien oder Deutschland, tut mir leid, das ist natürlich Deutschland. Was macht der Santa Claus da unten? Das ist ja ein kleiner Schlawiner, Alter, der hat auch mal bessere Zeiten hinter sich, ey. So, Belgien oder Belize? Ist Belize ein Land? Das kenne ich nicht mal. Warte mal, ist das? Kann mir das mal irgendjemand sagen, was das für ein Land ist? Ohne zu googeln. Das frage ich mich, ob das irgendjemand kennt. Oh Gott, was ist das denn für eine Flagge? Warte mal, ihr seht das wahrscheinlich nicht, weil die Facecam da gerade drüber ist. Oh, verdammt, jetzt hör doch auf dieses blöde Bein mit dem komischen Glas. Alter, das sieht so richtig krank aus gerade, weil wir haben nur noch so ein Bein, was da so loggerfloggig hängt. So, Belarus, Syrien, ich werde einfach... Ich sag, es ist Syrien? Verdammt! Was ist denn Belarus? Hab ich noch nie gehört. Das ist ja richtig schwer. Ich meine, am Anfang klingt das so ganz... Och man, Santa Claus, was bist du denn für ein krankes Schwein? So, Belgien. Apropos Schwein. Leute, habt ihr das in der heutigen Minecraft-Leben-Folge gesehen? Edgar wurde entführt. So, Belarus. Wo liegt denn frickin' Belarus? Das ist völlig verrückt. So, ab nach unten hier. Oh, snap. So, Ecuador oder Estland? Das ist auf jeden Fall Estland, oder? Nee, Ecuador wäre bestimmt... Die hätten eine lustigere Fahne als Estland. Zack. Und jetzt... Oh Gott, hä? Ist das ein Weihnachtsbaum? Inselmann? Was ist denn Inselmann? Iran, Libanon? Hä? Oh Mann... Weil das ist doch ein Weihnachtsbaum da in der... Ihr seht das jetzt auch gerade... Wer hat denn einen Weihnachtsbaum bei sich auf der Flagge? Ich gehe einfach Inselmann. Verdammt! Es war der Libanon? Wie krass ist das denn? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt tatsächlich alles so stimmt. Und wieder ist da der Santa Claus. Ich schwöre dir. Zack, ab nach unten. Das ist ja völlig verrückt. So, Belarus. Oh, Alter. What? Hä, woher kam denn hier gerade die Granate? Oh, da tut mir aber ein bisschen leid. So, komm schon. Okay, Estland. Also ich meine, unsere Quote ist doch... Ja, okay, unsere Quote... Nein, und wir sind tot. Also ich wage es ganz stark zu bezweifeln, dass da jetzt noch irgendwas kommt, weil dieses Quiz hätte man wesentlich besser ausarbeiten können, weil man sieht das auch an der Bewertung. Ich fand die Flaggen echt richtig, richtig gut, aber irgendwie an der Ausarbeitung hat es noch ein bisschen gehapert, aber jeder kann sich verbessern und dementsprechend gucken wir mal, was Paluten 21 Core vom Paluten-Fan ist. Hi Palle, in diesem Level musst du einer Mine entkommen. Viel Glück und hulu, zack, Plane. Okay. Oh Gott. Nein, ich kann doch gar nicht so schnell. What? Geh weg. Ja, warte mal. Okay, dann müssen wir super schnell. Warte mal. Runter. Okay. Hoch. Sauber. Vorsicht. Jetzt klingelt hier gerade an der Tür. Wer klingelt denn da immer? Auch mal, ich kann ja jetzt nicht hingehen. Achso, jemand hat schon aufgemacht. Awesome. So, ich glaube, wir sind die... Nein, Mine. Und schon wieder bin ich Nudelsalat. Ich werde bekloppt. Jetzt. Nein. Komm schon. Ach komm, das ist ja richtig schwer. Bitte? So. Stimmt, was ich ansprechen wollte. Oh nein! Verdammt! Die Qualität der Level. Einige hatten gesagt, oh Palut, mach doch mal ein neues Hashtag, dann wird die Qualität auch wieder besser. Leute, da glaub ich. Komm, flieg ins Ziel. Och Mann. Dann wird die Qualität auch wieder besser. Leute, das. Also, weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal. Soll ich ein neues Hashtag aufmachen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wir halten uns noch fest und eigentlich können wir doch jetzt gar nicht mehr failen. Juhu, bitte? Nein! Halt dich fest. Komm schon. Yes! Bam, oh yeah. So, Paluten the Dead von Liam Killer. Hey Palle, hier ein schweres Level für dich. Das Weitere steht im Spiel. Viel Spaß und viel Spaß. Hullo, viel Spaß. What? Weil das Problem ist ja, wenn ich jetzt ein neues Hashtag mache, dann ist das Problem... Ah, Gott! Das Problem, dass ganz, ganz viele wieder ihre Level so dahin rotzen. Ja. Nur damit sie eben als Erster in dieser Liste auftauchen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das war immer am Anfang. Wow, snap!
Ich meine, mein Herz ist doch im Ziel. Wieso kriege ich keinen Victory? Das ist doch richtig gemein. So, bitte. Warte. Warte, wir müssen die Blub-Technik nehmen. Oh. Blub. Oh. Ja, verdammt. Ich dachte tatsächlich, dass ich das irgendwie schaffen kann. Ist aber irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. So, komm schon. Oh yeah. Na komm. Und jetzt flieg einfach in den freaking Victory. Nein. Wir sind zu weit geflogen. Ach man. Was ist das denn überhaupt? Was hat sie denn für Unterarme, dass sie sonst Speer so halten kann? Das ist freaking Arnold Schwarzenegger. Zack. So, komm schon. Jetzt. Wenn Blicke töten könnten. Und wer klingelt denn hier schon wieder? Was ist hier los? Was ist los mit den Leuten? Jetzt gib mir den Victory. Verdammt, da kann man das... entweder bin ich zu schnell oder zu langsam. Das funktioniert einfach nicht. So, komm, 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 komm. Ich lebe. Und jetzt gib mir den Victory. Ey, Leute, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es so... Ich liege zwar tot im Victory, aber wir müssen das jetzt nicht nochmal probieren. So, weiter geht's mit Paluten 21 Table Run von Luigi Gaming LP. Hey und willkommen, ihr Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Dies ist ein Re-Upload für dich, Palle. Für dich doch immer. Hoffe, es gefällt dir. Erkennst du die drei Anspielungen? Naja, auf jeden Fall. Hulu! Meint er jetzt die Anspielung hier in dem Anfang? Weil das ist ja Hey und Willkommen. Also, das ist natürlich von Bergy. Und das andere war von Smurf. Aber die dritte Anspielung... Ach, das ist Lava! Okay. Ja, das muss mir ja auch jemand sagen, dass da irgendwie feurige Lava... Nein! Auf mich wartet. Warte mal. Hier komme ich doch ganz easy hoch, Alter. Ich bin wie der Phönix aus der Asche. Zack. What? Ja, bitte. Hallo. Hallo. Willst du klettern? Ich gehe heute nicht klettern. Ich muss Videos machen. Boah, du bist nicht da. Ich bin nicht der Einzige, der geht. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder und ich bin irgendwie tot. Das habt ihr, glaube ich, noch mitbekommen. So, jetzt werden wir hier nicht die Lava berühren. Jawohl. Nein, und ich bin schon wieder tot. Wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt muss ich hier... Ach, ich muss hier runterkommen. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Komm schon. Jawohl. Oh, 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 oh. Gehst du weg? Nein, bitte, 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 töte mich nicht. Oh, komm schon. Ja, nein. Wo ist die Mine? Bitte, geh weg. Yes. Wunderbarski, Exit to Menu, Paluten. Sorry, von Let's Paddle. Hey, Paddle und andere. Wie die meisten mitbekommen haben, war mein letztes Level nicht so das Beste. Ich wollte mich nochmal entschuldigen. Der meiste Text steht im Level. Habt nicht so große Erwartungen. Das Level ist kurz, aber klassisch. Viel Spaß. So. Okay. Okay, wir können ja alles mal lesen, aber bitte nicht so lange Texte schreiben, Leute. Hallo Palla und andere, ich wollte mich nochmal für mein letztes Level entschuldigen. Ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen und habe mir gedacht, dass ich unbedingt nochmal ein Level machen muss. Ich kann heute überhaupt nicht lesen. Wenn du es nicht schaffst, schau mein Replay an, aber du solltest es schaffen. Auch wenn das Level nicht das Beste ist, wollte ich es machen. PS, das ist auf keinen Fall mein letztes Level und ich werde mich natürlich steigern. Ich finde sowieso, dass bei Happy Wheels der Spaßfaktor zählt und nicht... die Länge, das finde ich auch, also ganz ehrlich, der Spaßfaktor zählt. Und nicht die, oh Mann. Ich finde sowieso, also das habe ich schon gelesen, falls ihr Bugs findet, tut es mir leid, ich habe das Level übermüdet, nachts um 2 bis 4 Uhr gebaut. Falls es viele Bugs enthält, mache es nochmal neu, dann aber nicht nachts. Dieses Level enthält Minispiele, die ich persönlich feiere. Um nochmal auf das Thema jetzt ernsten Gewissens zurückzukommen. Ich finde auch, dass ein kurz und knackiges Level echt cooler sein kann, als irgendwie so ein super langgezogenes Level. Ist einfach so, weil dann kommen wir auch einfach besser durch die Level durch. Wir können mehrere Leute sozusagen vorstellen, weil ich weiß ja, wie sehr ihr euch freut, wenn ihr hier vorgelesen werdet. Schöne Grüße an die Community und danke, dass der Hate mehr oder weniger nachgelassen hat. Sehr cool von euch. Ja, das ist ja... Oh, Alter. Okay. Zack. Ja, haten ist sowieso immer... Also, Leute wegen dem Level zu haten, finde ich, ist immer... Das ist die falsche Sache. Ich meine, Menschen können Fehler machen. Oh, verdammt! Und da muss man aber auch einfach vergeben können. Also, so finde ich das auch. Das wäre zum Beispiel so, würde ich das auch von meiner Community erwarten. Sagen wir mal, man hat ein schlechtes Video abgeliefert oder so. Weil irgendwie die Folge war nicht so gut. Man selber dachte aber, okay, das ist eigentlich ganz nice. Oder zum Beispiel die eine Stelle... wo ich mit Revi das eine Video aufgenommen habe und dann mitten in der Aufnahme slash hab
gedrückt habe. Also, dass ich einfach mein Team im Stich gelassen habe. War eine scheiß Aktion von mir. Und dafür habe ich mich dann auch entschuldigt. Und ja, hoffe dann einfach, dass danach niemand mehr sauer auf mich war. Denn wir alle machen freaking Fehler, Leute. Das ist einfach so. Und man kann dann irgendwie ansprechen, wenn es einem irgendwie nicht gefallen hat oder sonst was. Aber man sollte dann die Person nicht deswegen haten oder sagen, oh, der ist jetzt auf einmal total kacke. Das also, weiß ich nicht. Finde ich, ist zumindest meine Einstellung. Wenn irgendwie jemand auch dann die Eier hat, sich zu entschuldigen oder so, wenn er einen Fehler gemacht hat, dann ist doch alles in Ordnung. Sofern er nicht diesen Fehler irgendwie 20.000 Mal begeht. So, Paluten, sorry von Kingali. Heute wird sich aber viel entschuldigt. Ich wollte mich entschuldigen. Da bin ich ja gespannt. Was hast du denn gemacht? Kingali. Oh Gott, war das knapp. Bitte. Oh, Alter, oh. Fieser Frontflip. Alter, sind hier... Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Was stand da? Slow? Oh, Alter. Was? Ist die Minecraft-Welt größer als unsere Erde? Ich würde sagen, sowas von. Hä, die ist doch unendlich. Oder? Oh Gott, nein. Ach nein. Toll, das ist ein bisschen blöd, das Quiz. Die Frage war cool, aber dass man hier am Anfang nochmal... so 20.000 Jahre hinfahren muss, das ist irgendwie ein bisschen nervig. Jetzt kommt Speedy Gonzales. Why don't you go home? Du-dum-dum-dum. Speedy Gonzales. Ich kann da ja auch gar nichts machen. Ich will da jetzt auch... Ja. Nein! Und dann ist da eine Mine. Och Mann, Bro. Wieso? Warte mal, ich muss die beiden Dinger überleben. So. Und jetzt Absprung. Perfekt. Das Ding. Sauber. Was ist denn jetzt schon? Hallo! Sag das nochmal in die Kamera. Was macht ihr da schon wieder mit Flash LP? Nein! Er wird immer vergewaltigt. Er wird nicht vergewaltigt, das war Liebe auf den ersten Blick. Nein! Ja, aber das Problem ist, hier klebt auch von dir, glaube ich, noch ein bisschen Spucke. Also, das ist hier. Keine Spucke. Ich. Echt? Ja, er wird hier so ein bisschen rumgereicht, der gute Frosch LP immer. Das ist eine richtige Haut. Das ist dein. Okay, der hat eben so ein richtig schönes. Nein, jetzt lass ihn doch in. Unglaublich. Geh das Leppern, tschüss. Ja, viel Spaß, verletzt euch nicht. So, meine Damen und Herren, das war noch ein traumhaftes Abschlusswort. Obwohl, ich mache noch mal einen Try. Das kann es ja nicht gewesen sein hier. Komm schon. Jetzt bitte. Ich muss die Minen einfach. Ich habe sie überlebt. So, jetzt komm. Jetzt komm. Und slow. So, wir gleiten hier traumhaft runter. Und jetzt müssen wir nur hier einmal. So, ist die Welt? Ja, die ist auf jeden Fall. Timmy! Alter, guck mal, der ist tot, weil er einfach das Quiz ohne uns machen wollte. Minecraft... Wie nannte Notch Minecraft erst? Rubidum? Krass! Das wusste ich gar nicht. So hieß es, hieß Minecraft als erst wahrscheinlich der Projektname. Von wem wurdest du in Varo 2 getötet? Von Unge. Nicht von Gurme. Verzeihst du mir? Natürlich! Zack, Alter. Und da ist der Victory, meine Damen und Herren. Leute, wenn euch diese chaotische Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!